Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Freitag, den 13. Warum Freitag der 13.? Weil wir morgen Neumond haben. Und ich glaube um 3.57 Uhr, ja, Kaliber 3.57. Und ich habe mir gedacht, ich möchte ein kleines, kurzes Video über Geld machen. Ich habe zuvor schon ein Video gemacht, 20 Minuten Länge, aber das hat mir irgendwie nicht gefallen, weil ich nicht auf den Punkt gekommen bin, den habe ich nämlich vergessen zu erwähnen. Beim Finanzsystem ist das allererste, also das ist das oberste und wichtigste Gebot, wir haben es zu 100% mit Betrug zu tun. Es ist das größte Betrugsspiel auf diesem Planeten und das Geldspiel hat nur einen einzigen Sinn, dein Vermögen in die Hände von anderen zu übergeben, deine Arbeitsleistung sozusagen zugunsten von anderen auszuhändigen. Also das heißt, es geht beim Geld letztendlich nur darum, unsere Lebensenergie, unsere Arbeitsleistung, unser Vermögen, unseren Besitz zu rauben. Ja? Das ist der ganze Hintergrund vom Geldspiel, sonst nichts. Ja? Beim Geld geht es auch nicht um Werthaltigkeit. Ich muss immer lachen, wenn Sie von Wirtschaftswissenschaften sprechen, Verzeihung. Ja? Wie soll Wirtschaft ja eine Wissenschaft sein? Wie geht das? Ja? Das ist alles nur Betrug. Es ist alles nur auf Lüge aufgebaut. Und ich will das Video wesentlich kürzer halten als das erste. Ich möchte es kompakter formulieren. Ich möchte es so formulieren, dass es einfach verstanden wird, denn ich bin kein Finanzexperte, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil Finanzexperten und Betrugsexperten ist für mich ein und dasselbe. Es gibt über 250.000 Finanzprodukte und es führt alles. Also das sind lauter Zweige, 250.000 Äste, aber der Stamm selber, der Stamm ist Betrug, Lüge, Raub und Beschiss an den kleinen Leuten. Darum geht es beim Geldspiel und umsonst gar nichts. Und es wird daher auch von sehr intelligenten Menschen kontrolliert. Woher diese Menschen kommen, das wissen wir. Diese Angehörigen einer kleinen Religion wurden schon in früheren Jahrhunderten an die Königshöfe geholt, um sozusagen das Raubspiel an den kleinen Leuten zu perfektionieren. Egal, ja. Ich möchte jetzt nur ein Beispiel nennen, dann lassen wir es. In der Kürze liegt die Würze. Nehmen wir einen 100-Euro-Schein. Ja? Ein 100-Euro-Schein, der zirkuliert jetzt in einem Jahr. Wie oft wird der so zirkulieren? Nehmen wir, ich arbeite mit ganz niedrigen Zahlen. Ich weiß, er zirkuliert sicher zwischen 50, 70, 100 Mal im Jahr. Aber sagen wir, er zirkuliert nur 10 Mal. Ja? Also 5 und 5. Er zirkuliert 10 Mal. Und hier wandert er jetzt nämlich die einzelnen Tomatenstauden als 10 Selbstständige. Was nicht, das ist der Bäcker, das ist der Wirt, das ist die Kfz-Werkstatt, was ist das? Das ist die Bekleidungsgeschäft, das ist der Handystore oder was auch immer, Lebensmittelgeschäft und dort hinten von mir ist ein Büchergeschäft, ja, ist wurscht. Ja. 10 Selbstständige und die bekommen jetzt diesen 100-Euro-Schein. Dieser 100-Euro-Schein wird sozusagen in diesem Geschäft bezahlt, dort wird etwas erworben, ja, und das geht dann, der 100er wandert hin und her. Ich weiß, es ist ein dummes Beispiel, es ist vielleicht sogar ein falsches Beispiel, aber doch hat es eine Aussagekraft. Und diese 10 Selbstständigen machen am Ende des Jahres, wenn es eine größere Firma sind, eine Jahresbilanz oder wenn es eine kleinere Firma sind, eine Steuererklärung. Nehmen wir an, es sind sozusagen hier eher kleinere Selbstständige, die machen eine Steuererklärung. Das heißt, sie zahlen am Ende des Jahres 50% Abgaben für Finanzamt, Sozialversicherung etc. Gut, das heißt, dieser eine 100-Euro-Schein hat wie viel eingebracht dem Staat an Steuern? 10 Selbstständige. Für den 100er, 50% Steuern, 50 Euro mal 10 sind 500 Euro aus einem 100er. Okay? Wo sind diese 500er? Wo? Es gibt ja nur den einen 100er, in dem Beispiel. Ja? Wo sind diese 5 anderen 100er her? Wo sind die? Interessant, oder?
Wenn ich das jetzt mit Milliardenbeträgen rechne, dann bekommt der Staat hunderte Milliarden an Steuereinnahmen herein. Das ist ein Betrugssystem. Ein nie enden wollendes Betrugssystem. Leute sagen, ja, früher hat man gesagt, na, der Zins und der Zins ist Zins. Sage ich, die 4, 5, 6, 7, 10 Prozent, was sind die im Verhältnis zu 50 Prozent Abgabenquote? Nicht viel, oder? Und dann sagen andere, ja, die Geldmenge wird erst durch Kredite geschaffen. Nein, das ist nicht richtig. Durch Kredite wird das versteuerte, durch Steuereinnahmen, ja, hereingeholte Geld, hereingegaunerte Geld, wird erst wieder in Umlauf gebracht. So sehe ich das. Das ist meine Sichtweise der Dinge. Kleines Beispiel, ich möchte es nicht kompliziert halten, lassen wir es bei diesen einen Hunderter. Aber was ist, wenn dieser Hunderter nicht 10-mal von Selbstständigen zu Selbstständigen zirkuliert, sondern 20-mal, 30-mal? Überleg einmal. Wie soll das weitergehen? Das Geld, was du gespart hast, wird dadurch immer weniger und weniger wert. Weil jedes Land hat seine Art, wie kann man sagen, Wertschöpfungsquote, wenn ich es mal so sagen darf. Das bedeutet, eine Schneiderin kann zum Beispiel, ja, ist auch wieder ein blödes Beispiel, kann zum Beispiel nicht mehr als 100 Kleider im Jahr schneidern. Beispiel. Das ist ihre Wertschöpfungsquote. Die Oma, die sich vielleicht durch Stricken, ja, durch Stricken von Fäustlingen und Winterhauben, ja, die sich damit ein bisschen was dazu verdienen möchte, die kann auch nicht mehr als 50 Hauben und ich weiß es nicht, sagen wir 30 Paar Handschuhe stricken. Das geht nicht. Das geht, ja, vielleicht wegen der Arthrose nicht, aber ich meine, gut, das ist boshaft. Aber du weißt schon, was ich meine. Das heißt, wir haben hier eine maximale Wertschöpfungsquote. Mehr geht nicht. Mehr kann man aus den Leuten nicht herausquetschen. Ja, mehr geht nicht raus. Und das wird immer gleich bleiben. Und interessant ist, dass die Leute immer mehr arbeiten und weniger haben. Tja, da wurde schon ein neues Wort erfunden. Working poor. Ja? Also das heißt, du bist eigentlich nur noch ein Sklave. Doch die Ketten sieht man nicht. Früher haben die Sklaven ja Ketten getragen, ja? Dass sie nicht davonlaufen konnten. Heute siehst du die Ketten nicht, weil die Ketten sind im Finanzsystem versteckt. Solange es Geld gibt, solange wird diese kleine Glaubensgemeinschaft die absolute Macht auf diesem Planeten haben. Solange es Geld gibt, solange wird dieses Sklavensystem hier aufrecht bleiben. Wir träumen den Traum des Reichwerdens. Wie viele schaffen diesen Traum? Wie viele? Was glaubst du? Einer von 10.000, einer von 100.000 vielleicht. Mit wohlhabend. Einer von einer Million, kann man sagen, wird reich. Und superreich vielleicht einer von 100 Millionen. Das ist so wie beim Lottospielen oder wie beim, ja, Lottospielen. Alle hoffen, den Haupttreffer zu machen. Alle hoffen es, ja. Da ist er. Aha. Keine Chemtrail-Streifen. Und wo sind die Zylinder unter den Tragflächen? Ja, komisch. Ja, die werden wahrscheinlich auch immer wieder modifiziert. Hör auf, den Traum vom Reichsein zu träumen. Hör damit auf. Hör damit auf. Das schaffst du nicht. Das ist wie bei der Lotterie. Millionen Leute glauben, dass sie den Haupttreffer machen. Einer gewinnt. Und das ist der Staat. Der kassiert nämlich 50% aller Einnahmen bei der Lotterie. Und wer dann diesen Haupttreffer macht, das interessiert niemanden. Das ist vollkommen belanglos. Es geht darum, dass Millionen mitmachen und der Staat immer kassiert. Das ist das ganze Problem. Die Kombination Staat und Finanzsystem, welches von dieser kleinen Glaubensgemeinschaft kontrolliert wird. Solange das so läuft, solange werden wir Sklaven sein. Sobald du erkennst, der Nächste,
Schau mal, da hinten sind die Chemtrail-Streifen, ja? Aber der da produziert keine. Hui, der ist schnell. Ah, jetzt falle ich nach hinten, weil über Kopf ist nicht so leicht. Naja, und so ist das Spiel. Und damit wir brav funktionieren, wird hier gesprüht, wir werden vergiftet und betäubt. Unser Denkvermögen wird blockiert. Unsere Gehirnzellen werden massenweise ausgelöscht über dieses Nanoaluminium, was wir einatmen, und über die Handymasten werden Milliarden Gehirnzellen verkocht. Deswegen sage ich ja, minimiere deine Telefonzeiten. Schalte in der Nacht das WLAN ab. Netzfreischalter wäre super. Schirme deinen Schlafplatz ab. Schütze dich davor. Denn der größte Feind, ja, der größte Feind ist der Staat. Leider. Und die Sklavenketten, das Geld. Das Geld sind die unsichtbaren Sklavenketten, wo sie uns am Nasenring durch unser ganzes Leben ziehen. Und die meisten sterben, ohne verstanden zu haben, was hier läuft. Na, bist du gescheit, heute geht's los. Ende.